erstes herzlich willkommen, Japaner, weil ich freue mich sehr, dass hier noch zustande gekommen ist mit dem Interview und dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage, die wir dir gerne stellen wollen würden, ist, was dich tatsächlich am meisten interessiert an der Embryologie und was du glaubst, wie viel Einfluss wir als Osteopathen oder auch andere Mediziner, Physiotherapeuten und so weiter auf die Embryologie haben bei einem Menschen, wenn er sich als erwachsene Person bei uns in der Praxis präsentiert? Puh. Ich bin Gott sei Dank erzogen oder ausgebildet als Anatom-Embryologe. Das da war damals eine altmodische Gliederung noch in der Wissenschaft. Man hatte Anatomie-Embryologie-Instituten. Und auch meine großen Vorbilder wie Blechschmidt und so waren Anatom-Embryologen. Die gibt es heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist Embryologie eine Spezialisation geworden und innerhalb der Embryologie ist auf neu noch tiefer in Spezialismen. Ja. Aber ich bin noch immer glücklich dafür, dass ich diese beiden Domänen oder diese beiden Erkenntnisdomänen gekannt habe und darin auferzogen bin. Weil der Embryo hat eigentlich das Heilende gegeben für meine Anatomie. Das anatomische Menschenbild führt zum Atomisieren, zum Teilen, und der Embryo, und darum ist es auch so wichtig, dass die Osteopathen davon Kenntnis nehmen, nicht von die übliche wissenschaftliche Genenembryologie, aber von den Blechschmidt-Embryologie, die der Embryo auch beschreibt als ein Wesen, das sich gestaltet. Und im Embryo hat man mit Ganzheit zu tun, mit das ganzheitliche Denken. Wir sind nicht von Organen aufgebaut. Wir sind nicht von Zellen aufgebaut. Wir fangen nicht als Zellen an. Wir sind ein Wesen, wie alle lebendigen Wesen, das von Tag 1 ab an uns organisieren. Und das ist, was für mich das Heilende ist der Embryologie. Das sollen auch Osteopathie-Studenten kennenlernen, dass man vom Embryo lernen kann über Ganzheit. Dass Ganzheiten, Organismen mehr sein sollen, müssen als eine Summe von Teilen. Und dann kann man spezialisiert werden in einige Organe, okay, aber nicht, niemals die Ganzheit vergessen, wohin man seine Einzelheit oder seine Organe behandelt. Und ja, ich denke, dass das gerade für Osteopathen das meist Wichtigste ist, um auch zu lernen. Und ich denke, dass der Embryo mich auch darum so fasziniert hat, weil es noch immer für mich der Mensch ist, der sich gestaltet. Wir schufen den Körper. Zelle um Zelle schufen wir ihn. Der Körper entwickelte sich aus uns, nicht wir aus ihm. Wer sagt das? Rumi, 13. Jahrhundert, meine Lieblingsphilosoph. Und das ist so alte, noch immer gültende Weisheit. Wir müssen mit der Ganzheit anfangen und danach die Teilen gehen und nicht andersrum. Das macht mich sozusagen, unterscheidet mich von meinen Embryologen-Kollegen. Ich bin Embryosophe und ich denke nicht, dass Embryo eine Phase in Vergangenheit war, aber dass Embryo das Primäre ist, auch in uns. Dass wir noch immer Embryo sind, primär. Das Erste, was wir jeden Tag, jede Nacht, jede Sekunde machen, ist die Gestaltung des Körpers. Das ist ein fortwährendes Prozess, das niemals aufhört, nur aufhört, wenn man stirbt. So, der Embryo ist in uns. Und der Embryo ist auch die heilende, Ganzheit erschaffende Instanz in uns. Der Embryo ist keine Vergangenheit, es ist Aktualität. Und Anatomie, das ist Vergangenheit. Weil Anatomie kommt aus dem Embryo hervor. Der Embryo ist Bewegung, Prozess, der Körper ist ein Prozess, eine Bewegung, eine Gestaltung und bringt Gestalten hervor, Organen hervor, Strukturen hervor. So, der Embryo erzählt uns, welche Prozesse zu welchen Formen geführt haben. Und das soll die Osteopathe wissen, weil er kann diese Prozesse kann er auch in Erwachsenen noch aktivieren oder modellieren oder naja, was auch. Das ist meine Idee. Woher kommen wir? Woher kommen wir? Und was wäre deine Antwort darauf? Wir kommen von dort. Es gibt ein Dort. Es gibt eine andere Dimension als die Hier-Dimension. Es gibt eine andere Dimension als die anatomische, körperliche, materielle Dimension.
Und das ist, wo wir herkommen. Aber es ist irdisch. Es ist irdisch, diese Dimension. Nein, es ist himmlisch. Ja, primär kommen wir von Himmel, das sagt auch Endothelius still. Es gibt Terrestrial Forces und Celestial Forces. So, die Kinder fragen das auch, nicht? Mutti, woher komme ich? Und die blöde Antwort heutzutage ist, ja, du kommst aus meinem Bauch. Das glauben die Kinder Gott sei Dank noch immer nicht, aber heutzutage haben sie dann den iPad und die iPad hat die Kinder schon informiert, dass sie gemacht worden sind von einer Samenzelle und einer Eizelle. Aber gut, die gehen dann nach Fatih und bekommen dann die komische Geschichte, dass, ja, du kommst nicht irgendwo her. Es gibt kein Irgendwo, wo man herkommen kann. Du bist gemacht worden. Und dann fängt das Denken an, okay, ich bin ein Produkt und ich bin angefangen aus einer Zelle und da ist noch mehr Zelle, Organe. So, ich bin von meinem Körper produziert. Und da geht es schief. So, die wichtigste Frage ist, woher kommen ich? Weil das ist die Frage von Descartes. Was in mir kommt woher? Alle Kinder spüren das und auch Erwachsene können das noch immer. Da muss in mir etwas sein, was nicht diesen Körper ist. Und das heißt Bewusstsein. Und darin geht es heutzutage so schief, dass wir denken, dass Bewusstsein, Seele, Geist ein Produkt ist eines Organes. Das ist prinzipiell unmöglich. Mein Bewusstsein, mein Geist, meine Seele muss etwas nicht Körperliches sein, anders geht es nicht. Und das fragt Descartes, das hat Descartes gefragt, woher kommt das dann, was ist das dann? Und die Kinder fragen es auch. Und ich denke, dass das die meistwichtige Frage ist, die man stellen soll. Weil wenn die Antwort darauf wird bestimmt von, wie man denkt über sich selbst. Wie man denkt über Geist, Seele, Materie, Man, Mind, Motion, Matter. Aber die meist schlichte Antwort ist doch heutzutage, ja, wir haben dich gemacht. Ja, ja, und jetzt kommt eine Gesellschaft, wo wir Kinder machen, wo jetzt auch zwei Männer, wie viele einander auch lieben, auch sagen können, wir wollen ein Kind und wir machen das. Und noch später, es geht jetzt sehr schnell, da kommt aus Korea, China, kommen Techniken, dass man auch, bevor das Kind gemacht wird, das auch noch genetisch manipulieren kann. Da kann man die Gene für Harvard hineinstecken oder die Gene für Sportler oder so. Es geht schief mit uns, weil wenn man seine Kinder macht, haben die keine Zukunft mehr. Ich habe selbstverständlich auch viele Studenten in meiner Karriere am medizinischen Fakultät bei mir gehabt. Ich war auch offiziell jahrelang Studentberater oder Begleiter. Ja. Und dann hat es oft Fragen gegeben, was soll ich machen, was soll ich tun, was soll ich wählen? Und dann hat es nicht nur über die Freundin gehandelt oder so, nein, auch, was muss ich doch tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll, welche Richtung muss ich machen? Und habe ich immer gesagt, ja, ich habe Gott sei Dank in meinem Leben den Glück gehabt, dass die Fragen nach, was soll ich tun, dass ich die zur Ruhe gebracht habe, um dann den Zeit genommen habe und, oder den Mut gehabt habe, zu warten auf eine Begegnung, dass etwas zu dir kommt, das sogenannte Zufall. Und auch meine Kinder habe ich fortwährend gesagt, wenn die kritische Wahlprobleme, was soll ich den Mann heiraten, ja oder nein, soll ich dahin gehen, ja oder nein, warte, nimm das Suchen, das Wählen wollen, nimm das zurück. Mach dich ein bisschen leer und dann dauert es 3 Tage, vielleicht 3 Monate, aber dann kommt eine Begegnung, dann kommt jemand oder etwas zu dir und dann wirst du die Antwort wissen, dahin gehe ich. So ist auch mit meinem Spezialisieren gegangen. Jahrelang habe ich meine Medizinstudium gedacht, was soll ich werden? Ich wollte Psychiater werden, ich komme Neurologe, Kinderarzt und ja, und dann habe ich dann plötzlich nur einfach, weil ein Professor in der Anatomie gefragt hat, ja, du bist doch eine gute Dozent, glaube ich, eine gute Student. Und die hat dann einen Vorschlag gemacht, du kannst bei mir arbeiten, komm. Und so habe ich dann plötzlich, ja, die Anatomie eigentlich, die ist zu mir gekommen. Ja. Und nicht, ich habe den, man kann doch nicht als Kind von 3 Jahren alt denken, ich möchte Anatom werden. So, ich denke, dass es wichtig ist, die Studenten auch, ja, zu beraten und miteinander zu sprechen. Ja, was sind deine Fragen? Und vielleicht, was ist dann, wie soll ich dann diese Frage vielleicht umgestalten in ein Verstillendes, dass die Frage doch bleibt, aber nicht fortwährend in ein Wahl übersetzt wird, dass ich etwas wählen muss oder suchen muss. Nee,
Aber ja, nee, die, und dann kommt Begegnung, Meeting, nicht? Personal Meeting, das ist das meistwichtige in deiner Biografie. Meine ganze Biografie ist bestimmt geworden von sogenannten zufälligen Begegnungen. Auch Gott sei Dank, alle meine vier Kinder sind zufällig, ungeplant auf der Welt gekommen. Glaubst du an Zufall? Natürlich. Ja, mein ganzes Leben ist von Zufall gestanden. Und das ist auch das Gefahr, das jetzt droht. Dass diese jungen Leute schon in ihrer Jugend als Kind schon korrumpiert sind. Schon vollgestaut mit Ideen über, woher wir kommen und was du machen sollst hier und was Menschen sind und die Genen und so. Und ja, dann wird es doch schwieriger. Aber das hat auch viel, glaube ich, wenn ich das nochmal jetzt so höre und zusammenfassend sage, viel damit zu tun, auch in sich selbst zu vertrauen. Ja. Weil wenn ich mir vorstelle, Follow sagen, your heart. Ich mache mich ein bisschen leer und mache mich ein bisschen ja. Abstand und warte. Ja. Ich glaube, viele Leute haben auch Angst davor vor Leere. Aber Leere kann auch bereichernd sein, weil dann kommen neue Sachen wieder auf einen zu. Ja. Aber da muss man erstmal auch das Vertrauen haben zu sagen, ich packe erstmal vielleicht ein paar Sachen raus, die in mir reingetan worden sind und habe erstmal ein Gefühl von Leere. Ja. So, was konnte ein eine Ausbildungsschule wie OSD tun? Du, da hast recht, es ist auch ängstlich. Es kann vielleicht eine Hemmung geben, das zu tun. Lehre es dann den Studenten. Lassen wir es zusammentun, in kleine Gruppen und so. Und biografische Gruppen kreieren. Nimm auch Biografie ernsthaft. Nicht nur Erkenntnis und Anatomie und Handeln nicht manipulieren. Die Osteopathen, die blöden Osteopathen, wollen immer wissen, wie man etwas machen soll. Nein, auch Gruppen machen, Biografiegruppen und über Stelle, Beruf und so. Und dann miteinander vielleicht den Mut haben, um Fragen zurückzuhalten. Und heutzutage wollen wir immer unmittelbar eine Antwort, unmittelbar eine Wahl machen, weil das beruhigt unsere Angst. Ich denke, dass das die Verantwortlichkeit sein sollte von Ausbildungsinstitute für junge Leute, um auch biografische Momente, biografische Klassen oder was auch zu ermöglichen. Gut, ja, ich glaube, die Zeit ist um. Es war ein unglaublich inspirierendes Interview. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass das zustande gekommen ist. Für mich eins mit der bereicherndsten Interviews. Gerade eben, weil es einfach ein sehr wichtiger Punkt ist in der Osteopathie, der viel zu selten angesprochen wird. Und ich glaube, deswegen kann jeder Osteopath sich hier sehr, sehr viel Inspirierendes mit rausnehmen aus dem Interview. Und ich finde es schade, vielleicht kannst du ja nochmal drüber nachdenken, selbst Osteopath zu werden. Die osteopathische Welt wird auf jeden Fall bereichert werden dadurch. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, warum es ist, aber ich bin jetzt sehr berührt. Ich weiß nicht, warum. Hat das vielleicht damit zu tun, dass gerade vorher ich mich vollkommen versoffen fühlte in diese Macht von Wissenschaft, weil die haben so viel Macht. Und ja, die sanfte Kräfte, ja, die haben es heutzutage schwierig. Ja, die harte Kräfte von Wissenschaft, Politik, Technik und so. So, es berührt mich. Das ist so.